Kreuzfahrt, das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen. RDA Group Travel Expo. Das Busfahrt-Videoteam war wieder für sie unterwegs, um brandheiße Messeinterviews zu führen. Meine erste Frage ist, liebe Heike, was habt ihr denn für ein Highlight mit zur Messe gebracht? Wir haben ganz neue Erlebnisbausteine für Gruppen entwickelt, dass wir einfach auch die Zielgruppen ein bisschen erweitern. Wir wollen jetzt ganz gezielt Erwachsene auch ansprechen. Die Experimenter wird ganz gerne in die Schiene gesteckt, nur für Schulklassen, nur für Jugendgruppen und Familien. Das sprechen wir natürlich auch kernzielgruppenmäßig an, aber eben wir sprechen auch Erwachsene an und auch die Busunternehmer mit ihren Zielgruppen, mit den Senioren. Wir haben Bausteine entwickelt von einer Tour, die 2 Stunden geht, bis hin über ganze Tage. Wir haben eben auch eine Teamtour jetzt entwickelt, wo sich Firmen anmelden können oder Unternehmen und Gruppen oder Vereine, die dann gemeinsam mit einer angeleiteten Tour unterschiedliche Stationen einfach erleben und entdecken und so sich auch nochmal anders kennenlernen, spielerisch kennenlernen und die Experimente natürlich auch entdecken. Ja, cool. So zusammen interagieren mit dem Kollegen aus der Abteilung, mit dem man vielleicht nicht viel Überschneidung hat, richtig? Genau, genau. Oh, wir haben nicht nur ein Highlight mitgebracht, wir haben ganz viele Highlights mitgebracht. Jede Menge. Und zwar nicht nur für dieses Jahr, sondern auch fürs nächste Jahr. Wer den Podcast gehört hat, weiß ja, dass ich auch ganz gern radel. Wir haben ein paar neue, tolle Radlreisen. Eine Bauhaus-Radlreise, eine Radlreise durch Berlin durch und an der Ostsee entlang. Also grundsätzlich haben wir jetzt unsere Premium-Produkte, die wir jetzt neu aufgelegt haben. Da habt ihr ja schon drüber berichtet und bei euch in der Zeitung. Und die haben wir jetzt quasi neu gestartet und haben jetzt mal 2 Beispiele mitgebracht. Das ist halt einmal Grado als Highlight für so eine schöne Reise ans Meer mit Genuss-Highlights und so weiter kombiniert. Und zum anderen eine Reise ins Piemont, wo wir auch schön so ein bisschen die Städte mitnehmen und auch da wieder eher der Fokus dann auf die speziellen Weinproben und so weiter beim lokalen Winzer im familiengeführten Betrieb. Also alles so ein bisschen schön klein und persönlich, dass das halt wirklich dann am Ende ein Highlight ist und was Besonderes in dem Sinne. Das ist jetzt so das, was wir ja als neues Highlight mitgenommen haben, jetzt mal für die Messe, um es ein bisschen mal auszutesten, wie es so ankommt. Und bisher sind wir da auf jeden Fall ganz zufrieden. Ja, läuft bisher gut? Ja, also schon. Bisher sind wir da sehr zufrieden. Es waren jetzt auch tatsächlich mehr Leute auch am Stand. Gestern vor allem, jetzt heute ist es ein bisschen ruhiger, aber gestern waren schon einige Leute auch am Stand. Mehr als wir erwartet haben. Wir sind ja eher ohne große Erwartungen hingekommen und irgendwie das in den letzten 2 Jahren war ja doch schon ein bisschen was los jetzt. Oh, das ist ganz, ganz schwierig zu unterscheiden. Wir haben durch eine Vielfalt, schauen Sie mal hier, an Messe-Highlights mitgebracht. Und kurz vorher ist auch unser Hauptkatalog mit 257 Seiten erschienen. Das ist dieser hier als Buch, manchmal oder oft bezeichnet als Bibel der Bustouristik. Das hat uns immer sehr geehrt. Und und dann auch haben die Abteilungen waren auch ganz kreativ und haben halt, wie gesagt, eine Vielzahl mitgebracht zu ein paar Kunstausstellungen in Hamburg, in der Kunsthalle, in der Schirn, in Frankfurt. Neue Termine für Konzerte, die ja so lange auch brach gelegen haben, mit Lang Lang in Leipzig, in der Semperoper in Dresden. Ja. Meine zweite Frage, liebe Heike, ist, ob Corona oder Ukraine-Krieg, ob das irgendwie Einfluss auf euer Geschäft hatte? Also Corona hat natürlich großen Einfluss auf unser Geschäft gehabt. Wir hatten viele Schließtage im Lockdown, so wie alle anderen natürlich auch. Jetzt ist wieder alles offen. Die Individualgäste, die kommen auch wie gewohnt. Und im Gruppenbereich geht es ja jetzt erst wieder los. Und wir fangen ja auch erst an mit der Vermarktung. Also von daher hoffen wir da sehr, dass wir die Busunternehmer auch begeistern können von unseren Bausteinen jetzt, die wir da entwickelt haben. Und wir zukünftig dann die Busgruppen begrüßen dürfen. Ja, also Nummer 1, Corona hat uns ein bisschen verändert. Damals war ich ein bisschen dicker, jetzt bin ich ein bisschen dünner. Oh, das sehe ich ja jetzt erst, wie das Fahrradfahren, ne? Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Monate sehr schlecht waren. Die letzten Monate ging es aufwärts. Ukraine hat uns natürlich bewegt und mich persönlich sehr stark. Meine Frau und ich, wir betreuen 15 ukrainische Kinder bei uns und das ist sehr, sehr bewegend und das ist etwas, was einem auch selber sehr viel gibt. Sehr viel gibt auch, weil man das Strahlen der Kinderaugen so sieht. Und das ist genauso wie bei den Reisenden. Wenn die Reisenden dann zurückkommen und strahlen, das ist doch das schönste Geschenk für uns alle. Und es geht voran. April war ganz gut, Mai wird auch gut und ich glaube, dass wir positiv in die Zukunft schauen können gemeinsam. Oder?
dass wir hier im Frieden leben können, dass wir reisen können, das ist so ein Privileg. Das erdet uns alle, glaube ich. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir ja im Prinzip neu gestartet haben während Corona und dementsprechend haben wir ja, wir hatten das Glück, dass wir halt viele unserer Stammkunden mitnehmen konnten und haben halt letztes Jahr natürlich nur ein halbes Jahr eigentlich gehabt im Endeffekt mit den Lockerungen und so weiter, waren aber da eigentlich recht zufrieden, weil die meisten Reisen, die gebucht worden sind, eigentlich auch durchgeführt worden, weil die Kunden halt tatsächlich nur das gebucht haben, was sie auch machen wollten im Endeffekt, teilweise auch kurzfristig, dass dann noch Nachbuchungen von Gruppen kamen, die dann nur ausgeschrieben waren, wo der Kunde erst noch nichts gebucht hatte. Und dementsprechend, muss ich sagen, war das erste halbe Jahr schon eigentlich recht erfolgreich. Und auch dieses Jahr hatten wir jetzt schon einige Reisen, die wieder durchgeführt worden sind. Ich meine, mit dem Ukraine-Krieg muss man ja fairerweise sagen, ist für Italien jetzt ehrlicherweise nicht so relevant. Vielleicht sogar hier und da zuträglich, dass einige Kunden, die dann vielleicht sonst in den Osten gereist wären, dann sich vielleicht für ein anderes Ziel entschieden haben. Und dadurch hatten wir jetzt auch tatsächlich schon einige Reisen, die auch erfolgreich gelaufen sind oder jetzt auch für Mai und Juni schon gesichert sind, dass wir halt wissen, zumindest bis die nächsten zwei Monate wird es auch erstmal noch so weit weitergehen. Also dementsprechend sind wir da eigentlich ganz zufrieden, trotz allem. Also wegen des Ukraine-Kriegs kann man natürlich sagen, auf jeden Fall, nach den guten Vorausbuchungen ist auf jeden Fall ein Einbruch spürbar gewesen im Februar. Und es dauerte auch ein bisschen, weil auch die Gäste ein bisschen verhalten sind wegen der gestiegenen Energiekosten. Ich meine, das Geld ist da, aber man passt so ein bisschen auf. Also es hat einen Dämpfer gegeben und leider sehr viele Stornierungen für den Bereich Osteuropa. Mhm. Auch wenn da nicht sehr gut differenziert wurde zwischen zum Beispiel dem Baltikum und Polen, das ist wirklich storniert worden. Tschechien läuft noch ein bisschen, die Destinationen hätten sich das verdient. Ja. Und natürlich war Corona kaum überwunden und man hoffte, das wird etwas besser, Lockerungen waren in Sicht. Ist es immer noch eine herausfordernde Zeit, aber man merkt, die Leute wollen jetzt weg, es wird Frühjahr, mehr Sonnenschein und es wird gereist, gerne in unsere Nachbarländer. Italien zählt da zwar nicht als direktes Nachbarland, aber als liebstes Busreiseziel der Deutschen. Ja? Und da haben wir auch letztes Wochenende hatten wir sehr, sehr viele Gruppen und die kommen alle glücklich zurück. Was plant ihr jetzt für die kommende Saison 2022? Genau, also neben den ganzen Bausteinen, die ich ja schon angesprochen habe, läuft aktuell noch die Sonderausstellung Dame mit Charme. Und ab Herbst gibt es dann auch wieder eine neue Sonderausstellung mit einem neuen Thema. Ja, und im Experimentaltheater haben wir ja die unterschiedlichsten Shows. Tempo am Limit und auch andere Themen, so Kinderthemen, sodass wirklich für alle Zielgruppen einfach was dabei ist. Und auch da ist immer natürlich auch der Wissensaspekt dabei, auch der Nachhaltigkeitsaspekt ist dabei, sodass es da wirklich auch immer um das Thema interaktives Lernen geht und Erleben. Oh, wir planen viele verschiedene Dinge natürlich, aber ein Highlight dieses Jahr, was ist im Prinzip nur alle 10 Jahre, jetzt eben alle 12 Jahre gibt, sind die Passionsspiele in Oberammergau. Die beginnen im Mai und enden im Oktober. Das ist ein richtiges Highlight, vor allem für mich als Theologe. Bedeutet natürlich Passion was anderes. Das ist einerseits eine Herzenspassion und natürlich aber auch eben biblisch gesehen eine Passion, die erlitten werden muss für uns alle. Die Touristiker wissen, was ich meine damit. Es ist einfach auch toll, wie so ein ganzes Dorf zusammensteht und als in Anführungszeichen Laienschauspieler mit 1000 Leuten auf der Bühne die Passion darstellt. Ich glaube, das ist wirklich ein Highlight, das ich jedem empfehlen kann. Also wir haben jetzt für den Sommer noch ein paar Reisen, wie zum Beispiel die Arena di Verona, die ja immer sehr beliebt ist, die im Sommer stattfindet. Da haben wir jetzt noch ein schönes Programm für aufgelegt, wieder mit einem schönen Hotel. Zwar nicht direkt in Verona, aber ein bisschen außerhalb, einem schönen kleinen Örtchen gelegen, wo man auch abends noch mal eine Runde spazieren gehen kann oder so. Ansonsten haben wir für den Herbst immer gerne unsere Genussreisen, weil dort ja schon quasi im Herbst so schön irgendwo den Wein genießen oder auch die Trüffel zum Beispiel in Piemont oder in der Toskana ist natürlich perfekt als Highlight und das sind dann so unsere Herbst-Highlights und dann haben wir natürlich im Advent für Advent und Weihnachten, Silvester immer noch unsere Reisen, wobei da jetzt tatsächlich nur noch die letzten Restposten sozusagen verfügbar sind, weil die meisten Sachen haben wir jetzt schon im Anfang des Jahres eigentlich alle verkauft. Oh, schon vergriffen. Halt, ja. Wir haben halt immer die Wiederholer, die jedes Jahr dann die Reisen gerne wieder machen, weil die halt eigentlich immer sehr gut laufen und die Kunden immer sehr zufrieden sind. Und dementsprechend sind da die verfügbaren Produkte meistens schon recht schnell wieder weg, wenn man sich nicht rechtzeitig, sagen wir mal, bei uns meldet. Also wenn wir das chronologisch machen, dann würde ich anfangen mit der Floriade, Weltgartenbauausstellung in Almere bei Amsterdam. Eine wirklich sensationelle Ausstellung mit Thema grünes Städte, Nachhaltigkeit ganz groß. Dann fängt am 14. Mai
In Oberammergau ist die Premiere von den Passionsspielen. Da findet man auf jeden Fall auch noch immer Zimmer, wenn man möchte. Da gibt es große Kontingente, das Schauspielhaus ist sehr groß und definitiv, da es das letzte Mal in 2010 war, sehenswert. Das Thema ist nach wie vor sehr aktuell. Dann zum Herbst hin hätten wir ein tolles Schmankerl, eine sonnige Herbstwoche am Gardasee in Limone. 7 Tage, bzw. 8 Tage, 7 Nächte mit Halbpension für 318 Euro. Spektakulär, ein Hotel, was wir exklusiv vertreiben in dieser Woche. Es öffnet nur für unsere Kunden. Und dann zum Herbst hin haben wir einige schöne Konzert- und Operntermine in der Semperoper, in der Frauenkirche, sodass man zum Advent hin Dresden mit Striezelmarkt und noch Romeo und Julia in der berühmten Semperoper sehen kann. Also ich denke, das rundet, da ist für jeden was dabei. Busfahrt, das Fachmagazin für Technik und Touristik in Europa. Bitte einsteigen.